Was macht er? Was mag sie? Was hat sie gemacht? Mag sie das wirklich? Das Thema für heute. Schlechte Angewohnheiten. Ja, das sind die Dinge, die wir machen, die nicht immer gut sind. Und wir arbeiten auch mit der AP-Aufgabe, dem Interview. So, steigt ein, mach mit, los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei AP Daily Live. Mein Name ist Paul Osselson. Ich bin Deutschlehrer an der Billings West High School in Billings, Montana. Und ich freue mich so, dass ihr dabei seid. Wir haben so viele wunderschöne Schulen überall in den USA und weltweit, die uns zugucken. Aber ich wollte auf jeden Fall danken, die Zuschauer, also den Zuschauern also in Tennessee, in der Central Magnet School in Murfreesboro, Tennessee. Und dann auch, da war noch einer in Tennessee, ja, Dobbins Bennett High School in Tennessee. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo auch an unsere Freunde in Illinois, ja, an der Barrington High School und die in Ohio, an Centerville High School. Wir haben auch Freunde in St. Xavier's High School in Cincinnati, Timberland High School in Missouri, Cranford High School in New Jersey, North Gwinnett High School in der Nähe von Atlanta, Downington West High School in Pennsylvania und natürlich auch die Schüler an der Carmel High School in Indiana. Das sind die Schüler von Frau Becker. Hallo und herzlich willkommen. Also, ich würde sagen, wir legen jetzt los und ich habe für euch natürlich ein paar. So, wie gesagt, was lernen wir heute? Heute sind wir immer noch unter dem Thema Alltag und wir arbeiten mit dem Task Model Interview. Hey, mit dem Interview ist das manchmal schwer, weil das ein Hörtext ist und wir dürfen das leider nicht lesen. Wir hören das zweimal an und dann, das war's. So, hier könnt ihr sehen, was wir damit machen. Also, Making Connections Across Disciplines, Interpreting Distinguishing Features of a Text. Das üben wir heute. Wir haben einen Hörtext und wir arbeiten mit den Fragen, damit ihr noch einmal die Möglichkeit habt, diese Aufgabe zu üben. In der Beschreibung könnt ihr natürlich den Google Drive-Ordner finden. Das ist super hilfreich, weil da gibt es eine PDF-Datei und in dieser Datei findet man also den Wortschatz, die Fragen, Übersicht und hilfreiche Sachen für diese Lektion. Und es gibt auch ein Antwortformular, wo wir gerne eure Feedback also hören würden. Und das ist in der Beschreibung und am Ende gibt es auch einen QR-Code dafür. Aber bevor wir weitergehen, wir machen immer eine Geschichte von dem lieben Struwwelpeter. Und dies heute ist eine ganz besondere Geschichte, die ich so toll finde. Und das ist die Geschichte vom Daumenlutscher. Das gehört zu unserem Thema heute, schlechte Angewohnheiten. Ja, weil Daumenlutschen ist eine schlechte Angewohnheit. Ja, Daumen, das ist das. Ja, man hat Finger, vier Finger und das hier ist Daumen. Ja, vielleicht hört ihr, ich drücke euch die Daumen. Ja, ich wünsche euch viel, viel Glück. Das ist Daumen. Und Lutscher, das ist, wenn das im Mund ist. Das ist Lutschen. Macht ihr das? Ich nicht. Ich habe andere schlechte Angewohnheiten, aber zum Glück ist Daumenlutschen nicht eins davon. So, hier ist die Geschichte vom Daumenlutscher. Und der Junge in dieser Geschichte heißt Konrad. Los geht's. Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wieder komm. Und vor allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr. Denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwinde her und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. Ja, so die Mutter geht raus und sie sagt: Okay, Konrad, ich geh weg. Was sollst du nicht machen? Daumen lutschen. Okay? Oder ein Schneider kommt. Und Schneider, das ist ein Beruf,
Das ist eine Person, die mit Kleidung arbeitet und hat große Schneiden, ja, weil man braucht also eine Schere für die Kleidung. Und die Mutter sagt, Konrad, wenn du das machst, das ist eine schlechte Angewohnheit. Das ist nicht gut. Ein Schneider kommt mit der Schere. Okay, weiter geht's. Fort geht nun die Mutter und wupp, den Daumen in den Mund. Das hat nicht lange gedauert. Oh Mann, kleiner Konrad, was wird passieren? Also wir kennen jetzt ein paar Geschichten von Struwwelpeter und ich weiß, wenn die Kinder sich nicht gut benehmen, ja, sie bekommen Ärger. Mal sehen. Bautz! Da geht die Tür auf. Und herein, ein schnellem Lauf, springt der Schneider in die Stube zu dem Daumenlutscher Bub. Weh, jetzt geht es klipp und klapp mit der Schere die Daumen ab. Mit der großen, scharfen Schere, hei, da schreit der Konrad sehr. Ach nein, au, das tut weh. Der Schneider kommt und schneidet die Daumen ab. Aber was hat seine Mutter gesagt? Seine Mutter hat gesagt, macht das nicht. Hat's gemacht. Wer ist gekommen? Dieser Schneider und so war's. Oh, armer Konrad. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort. Die sind alle beide fort. Also wenn sie fort sind, das heißt dann, sie sind weg. Ja? Och, der arme Konrad. Oh Mann. Okay, leider Konrad, ich weiß, du hast keinen Daumen mehr, aber wir müssen leider weiter. So, auf Wiedersehen. Gehen wir weiter zu unserem Beispiel für heute. Und wie gesagt, das ist unsere Task Model hier ist Interview. So, das ist ein Hörtext bei dem AP-Examen. Es gibt immer eins davon in der Multiple-Choice-Section. Und man hört ein Interview oder ein Gespräch zwischen zwei Personen. Ja, und man muss sehr gut aufpassen, zuhören, Notizen aufschreiben und die Fragen beantworten. Habe ich letzte Woche gesagt, sage ich heute und ich verspreche, das sage ich nochmal später in der Woche. Was muss man zuerst lesen bei der Multiple-Choice-Section? Übersicht, Übersicht, Übersicht. Übersicht lesen und Fragen überfliegen. Erstmal Übersicht. In diesem Hörtext geht es um schlechte Angewohnheiten. Es ist ein Gespräch zwischen zwei jungen Menschen, die Ideen tauschen und Ratschläge geben. Oh, Herr Rasmussen hat ein kleines Fehler hier gefunden. Ich glaube, der sollte das korrigieren, bevor Frau Becker das sieht. Ja, zwei jungen Menschen. Ja, die Ideen tauschen und Ratschläge geben. So, das hier ist unser Schlüsselwort hier, Angewohnheiten. Und wenn sie schlecht sind, die sind nicht gut. Das ist nicht gut, etwas, was du immer magst. Okay, so wir haben schon einen Kontext, damit wir anfangen können. Aber vor dem Text, wir haben auch eine Minute. Und was müssen wir machen? Wir müssen die Fragen überfliegen, okay, damit wir besser wissen. Also, was ist wichtig in dem Gespräch? Okay. Hier sind die Fragen. Ja, das könnt ihr auch in der PDF-Datei finden. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Okay, weil mit dem Hörtext, es ist schwer, weil man keinen Text vor sich hat. Okay, hier sind die Fragen, die wir beantworten müssen. Okay, und das ist nur überfliegen. Wir machen das schnell. Nummer eins. Was passiert, als Kunibert es ausprobierte, seinen Wecker weit weg von ihm im Schlafzimmer zu stellen? Ja, ein Wecker, das ist so mit dem Handy oder ein Gerät und das weckt dich auf. Also weckt dich, wenn du beim Schlafen bist, dann dring, dann bist du wach. Das ist ein Wecker. Nummer zwei. Die Frau sagt, Kunibert, genauso lange wird es auch dauern, dir dieses Verhalten wieder abzutrainieren. Was bedeutet in diesem Kontext abtrainieren? So, jetzt wissen wir, wenn wir den Hörtext anhören, müssen wir denken, abtrainieren, was bedeutet das? Was genau sagen Sie? Die dritte Frage. Die Frau sagt, eine Eigenschaft
die mich an mir selbst nervt, ist, was bedeutet Eigenschaft in diesem Kontext? Okay, müssen wir nochmal ein Wort in einem Satz finden und sagen, was das bedeutet. Welche schlechte Angewohnheiten hat die Frau? Das ist die vierte Frage. Und die fünfte, was wäre die nächste Frage, die die Frau an Kunibert stellen könnte? Okay, Fragen haben wir gelesen. Und natürlich habt ihr kein Wortschatz auf dem Examen, aber wie Frau Becker sagt, wir sind super nett und wir helfen euch für heute mit ein paar neue Vokabeln. Eine Angewohnheit oder eine Marotte, das ist etwas, was man oft macht, so ein Tick. Ja, so eine schlechte Angewohnheit ist etwas, das man oft macht, das nicht gut ist. Durchhalten, das heißt weitermachen oder überstehen, wenn du das durchhältst, das heißt, du machst es weiter und weiter. Die Geduld, das ist die Fähigkeit, lange und ruhig auf etwas zu warten. Ja, du kannst warten. Das Verhalten, das ist so Benehmen, wie man ist in einer Situation, das ist das Verhalten. Ja, das war ein Problem mit dem Verhalten oder von dem Benehmen von Konrad in unserer Geschichte heute. Ja, der hatte Probleme damit. Abtrainieren, ding, 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 das war in unserer Frage. Das bedeutet aufhören, stoppen, entfernen, zwingen. Das bedeutet nötigen, drängen. Jemand muss etwas wagen. Wenn man etwas zwingt, das heißt, hey, du musst das machen. Eine Eigenschaft ist eine Charakteristik. Ursprünglich bedeutet original. Ein Gegenstand ist ein Objekt oder ein Ding. Und Stapel, das ist ein Haufen, also viele Sachen an einem Platz. Und diesen Wortschatz findet ihr auch in der PDF-Datei. So, hier kommt der Hörtext. Der Hörtext ist ein bisschen lang. Ich glaube, es circa 2, 3 Minuten. Okay. Das heißt, du musst wirklich bereit sein, Notizen aufzuschreiben, weil es gibt keinen Text dafür. Gibt es keinen Text dafür in der PDF-Datei, weil es gibt keinen Text auf dem Examen. So, Bleistift bereit oder Finger bereit. Wir hören das zweimal an. Hey, es ist gut, wenn du die Fragen hast. Dann kannst du auch die Fragen gucken und versuchen zu beantworten. Oder du schreibst auch Notizen. Was sagt er? Was sagt sie? Was sagt er? Okay, seid ihr bereit? Okay, hier kommt das erste Mal von dem Hörtext. Hallo Kunibert, ich habe letztens einen Beitrag gelesen, in dem es um schlechte Angewohnheiten oder Marotten geht. Was würdest du von dir behaupten, sind Angewohnheiten, die du hast? Puh, ich glaube, meine schlechteste Angewohnheit ist, dass ich morgens immer zu lange im Bett bleibe. Ich kann einfach nicht aufstehen, wenn der Wecker das erste Mal klingelt. Leider komme ich dann morgens immer ein bisschen in Stress. Ich habe Freunde, denen es genauso wie dir geht. Meine Freundin zum Beispiel legt ihr Handy dann an das andere Ende des Zimmers, sodass sie aufstehen muss, um es auszuschalten. Hast du das schon einmal versucht? Danke für den Tipp. Das letzte Mal, als ich das versucht habe, habe ich leider nur 2 Tage durchgehalten. Veränderungen durchzustehen erfordert viel Energie und häufig auch Stress. Seinen Routinen zu entfliehen und diese zu ändern, benötigt man Geduld und Zeit. Es hat gedauert, bis du dieses Verhalten trainiert hast. Genauso lange wird es auch dauern, dir dieses Verhalten wieder abzutrainieren. Ich glaube, da hast du recht. Manchmal muss man sich aber auch einfach zwingen, damit es am Anfang klappt. Wie sieht es denn bei dir aus? Eine Eigenschaft, die mich an mir selbst nervt, ist, dass ich selten Dinge dahin zurücklege, wo sie eigentlich hingehören. Wenn ich mir zum Beispiel einen Klebestift hole, schafft er es in den seltensten Fällen wieder zurück zu seinem ursprünglichen Platz. Oh, das kenne ich auch von mir. Ich habe deswegen für alle wichtigen Dinge auf meinem Schreibtisch einen festen Platz. Dort lege ich dann alles immer sofort nach Benutzung zurück. Seitdem habe ich auch immer einen aufgeräumten Schreibtisch. Oh, das ist eine wirklich gute Idee. Mir hat auch das Aufräumsystem von Marie Kondo geholfen. Vielleicht kennst du sie? Ist das nicht die, die eine Show auf Netflix hat? Ja, genau. Sie nimmt zuerst jeden Gegenstand in die Hand
und fragt sich selbst, ob sie dieses Ding selbst braucht. Dann gibt es 3 Stapel. Auf den ersten Stapel kommen alle Dinge, die weggeworfen werden. Auf den zweiten Stapel kommen die Sachen, die wirklich geliebt werden. Und der dritte Stapel ist der Vielleicht-Stapel. Wenn du weniger Dinge besitzt, musst du auch weniger wegräumen. Oh, das klingt wirklich interessant. Das setze ich gleich mal auf meine To-Do-Liste für ein verregnetes Wochenende. Super, vielen Dank, Kunibert. Okay, dann was ich immer machen würde, also man hat dann eine Minute, bevor das zweite Mal anfängt, ich würde zurück zu den Fragen gehen und sehen, welche Fragen können wir schon beantworten. Hey, hast du gehört, wohin und also was passierte, als Kunibert seinen Wecker weit weg von ihm im Schlafzimmer gestellt hat? Hast du das gehört? Schau mal auf deine Notizen. Vielleicht, vielleicht nicht. Wenn nicht, dann beim 2 immer wirklich gut aufpassen. Geht Nummer 2 und 3, das sind 2 spezifische Kontexte. Was bedeutet abtrainieren und was bedeutet Eigenschaft? Hey, habt ihr das gehört? Ist das in deinen Notizen? Wenn nicht, dann gut aufpassen beim zweiten Mal. Hast gehört, welche schlechte Angewohnheit hat die Frau? Also wir haben gehört, Kunibert hat eine schlechte Angewohnheit und auch die Frau. Hast du gehört, was ihre schlechte Angewohnheit ist? Wenn nicht, dann pass auf beim nächsten Mal. Und die 5. Frage, was wäre die nächste Frage? Das können wir, ich glaube, am Ende besser, besser beantworten, weil dann haben wir den Text 2-mal im Kopf. So, jetzt ist die Minute wieder um und wir spielen das noch einmal ab. So, Notizen, Fragen anschauen. Ihr schafft das. Ich weiß es. Hier kommt unser Hörtext zum 2. Mal. Hallo Kunibert, ich habe letztens einen Beitrag gelesen, in dem es um schlechte Angewohnheiten oder Marotten geht. Was würdest du von dir behaupten, sind Angewohnheiten, die du hast? Puh, ich glaube, meine schlechteste Angewohnheit ist, dass ich morgens immer zu lange im Bett bleibe. Ich kann einfach nicht aufstehen, wenn der Wecker das erste Mal klingelt. Leider komme ich dann morgens immer ein bisschen in Stress. Ich habe Freunde, denen es genauso wie dir geht. Meine Freundin zum Beispiel legt ihr Handy dann an das andere Ende des Zimmers, sodass sie aufstehen muss, um es auszuschalten. Hast du das schon einmal versucht? Danke für den Tipp. Das letzte Mal, als ich das versucht habe, habe ich leider nur 2 Tage durchgehalten. Veränderungen durchzustehen erfordert viel Energie und häufig auch Stress. Seinen Routinen zu entfliehen und diese zu ändern, benötigt man Geduld und Zeit. Es hat gedauert, bis du dieses Verhalten trainiert hast. Genauso lange wird es auch dauern, dir dieses Verhalten wieder abzutrainieren. Ich glaube, da hast du recht. Manchmal muss man sich aber auch einfach zwingen, damit es am Anfang klappt. Wie sieht es denn bei dir aus? Eine Eigenschaft, die mich an mir selbst nervt, ist, dass ich selten Dinge dahin zurücklege, wo sie eigentlich hingehören. Wenn ich mir zum Beispiel einen Klebestift hole, schafft er es in den seltensten Fällen wieder zurück zu seinem ursprünglichen Platz. Oh, das kenne ich auch von mir. Ich habe deswegen für alle wichtigen Dinge auf meinem Schreibtisch einen festen Platz. Dort lege ich dann alles immer sofort nach Benutzung zurück. Seitdem habe ich auch immer einen aufgeräumten Schreibtisch. Oh, das ist eine wirklich gute Idee. Mir hat auch das Aufräumsystem von Marie Kondo geholfen. Vielleicht kennst du sie? Ist das nicht die, die eine Show auf Netflix hat? Ja, genau. Sie nimmt zuerst jeden Gegenstand in die Hand und fragt sich selbst, ob sie dieses Ding selbst braucht. Dann gibt es 3 Stapel. Auf den ersten Stapel kommen alle Dinge, die weggeworfen werden. Auf den zweiten Stapel kommen die Sachen, die wirklich geliebt werden. Und der dritte Stapel ist der Vielleicht-Stapel. Wenn du weniger Dinge besitzt, musst du auch weniger wegräumen. Oh, das klingt wirklich interessant. Das setze ich gleich mal auf meine To-Do-Liste für ein verregnetes Wochenende. Super, vielen Dank, Kunibert. Okay, sind wir bereit, die Fragen zu beantworten?
Ihr seid dran. So, hier ist unser Kahoot-Code. Wir spielen wieder Kahoot. Und der Code lautet 837-4797. Ja, das lasse ich hier auf der Slide für ein paar Sekunden. Dann wechsle ich zu Kahoot. Also es dauert ein paar Sekunden, aber dann ist der Code wieder da. Okay? So, jetzt gehe ich raus. Und ich finde mein Kahoot. Ich glaube, jetzt habe ich das hier richtig. Gut. Gut, wir haben schon einen Spieler da. Ja, und nicht vergessen, bei diesem Kahoot-Spiel, hey, mit dem Timing ist das ein bisschen kompliziert. Okay, weil ich bin so gegen 20 Sekunden vor euch. Das heißt, pass auf, mit dem Timer, okay, das ist anders. Also bei dem Timer steht es, dass du hast, ich denke, 90 Sekunden, aber hast du nicht. Du hast eher 70 Sekunden. Okay, so das musst du schneller machen. Okay, du hast die ganze 92 Minuten nicht. Und pass auf, weil dann kommt schon die nächste Frage. Und dann, du wirst noch nicht beantworten, bevor du siehst, also welche Möglichkeit ist welche Möglichkeit. Okay, so Geduld haben, so schnell wie möglich machen. Ich glaube, wir schaffen das. Super. Wir haben jetzt 15 Spieler dabei. Hoffentlich kommen auch noch ein paar. Aber ich glaube, wir legen gleich los in den nächsten 5 Sekunden. Also, ich würde sagen, jetzt beginnen wir. Hier ist die erste Frage. Das kann man auch auf dem PDF-File finden. Was ist passiert, als Kunibert es ausprobierte, seinen Wecker weit weg von ihm im Schlafzimmer zu stellen? Hier sind die Möglichkeiten. Kunibert bekam deshalb Stress. Kunibert hörte kurz danach auf. Kunibert blieb im Bett liegen. Oder Kunibert war voller Energie. Was ist die beste Antwort hier? Also kennst du das Wort ausprobieren? Ausprobieren, das bedeutet ein bisschen wie versuchen. In dem Hörtext, in dem Interview, in dem Gespräch, sagte Kunibert, er sagte, er hat diesen Trick ausprobiert mit dem Wecker. Weil die Frau hat geklärt, oh, das ist eine gute Idee, wenn du hast den Wecker weit weg von dir. Dann musst du aufstehen, um den Wecker zu auszuschalten. So, sie hat ihm den Tipp gegeben und er hat gesagt, was? Hat er Stress bekommen? Hat er damit aufgehört, also nicht lange gemacht? Ist er im Bett geblieben? Oder war er voller Energie? Was meint ihr? Was passierte? Also, das war schwer. Das ist vielleicht eine der schwierigsten, weil das so ein feines Detail ist. Okay? Aber die beste, ich verstehe, warum ihr gesagt habt, dass er blieb im Bett liegen. Was er sagte, ist, er konnte das nicht durchhalten. Ja, durchhalten bedeutet weitermachen. So, das bedeutet mit dieser Angewohnheit, er hörte kurz danach auf. Nach ein paar Tagen, er sagte, vergiss es. Okay? Deswegen ist die zweite Option die beste. Okay? Und ihr sollt auch wissen, diese Fragen und diese Antworten sind nicht perfekt. Sie sind nicht offizielle AP-Fragen. Das sind Fragen, die Frau Becker und ich gemacht haben in dem Stil von AP-Fragen. Okay? So, sie sind nicht perfekt. Sie sind nicht perfekt, aber diese Übung ist wichtig. So, jetzt gehen wir weiter. Unser Charming Turtle, so charmante Schildkröte, ist auf Platz 1. Jetzt kommt die zweite Frage. Was bedeutet in diesem Kontext abtrainieren?
Und das war zu lang für Kahoot. Aber wenn du findest diese Frage in dem PDF, da war auch ein längerer Kontext. Aber was bedeutet hier abtrainieren? Verbessern, verlernen, dokumentieren oder gewöhnen? Ja, in dem Gespräch, die Frau hat Kunibert gesagt, dass man eine lange Zeit ein Verhalten trainiert. Ja, dass nach langer Zeit man trainiert sich, etwas zu machen, nach einer langen, langen, langen Zeit. Und dann muss man das abtrainieren, wenn man das nicht mehr machen will. Man muss das abtrainieren, nicht mehr machen. So, was ist hier ein gutes Synonym dafür, wenn man etwas abtrainieren will? Ja, wir haben verbessern, das bedeutet natürlich besser machen. Verlernen, das bedeutet so wie vergessen, nicht mehr, nicht lernen, nicht mehr lernen. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Dokumentieren, ich glaube, das kennt ihr. Und gewöhnen, ja, das heißt, wenn du daran gewöhnt bist, dann weißt du, wie das ist. Das ist für dich normal. Oh gut, dann war das wesentlich besser als die erste Frage, verlernen. Wenn man versieht, das ist normalerweise negativ. Eine negative Bedeutung. Man lernt was und dann man verlernt. Das heißt, man vergisst, wie das ist. Und das war in dem Kontext. Man lernt eine schlechte Angewohnheit und man muss das dann abtrainieren, wenn man das nicht mehr machen will. Gut gemacht. Okay, ist charmante Schildkröte immer noch auf Platz 1. Hier kommt die dritte Frage. Die Frau sagt, eine Eigenschaft, die mich an mir selbst nervt, ist. Was bedeutet Eigenschaft in diesem Kontext? Was ist eine Eigenschaft? Ist das eine Sache, die du machst? Ist das etwas, das dir gehört? Sind das Dinge, die du brauchst? Oder eine Lösung, die du hast? Okay, vielleicht kennt ihr das Wort, aber in diesem Kontext. Eine Eigenschaft, die mich an mir selbst nervt. Wenn das nervig ist, ist das, oh, das nervt. Das finde ich ätzend, das finde ich nicht cool, das finde ich dumm, das finde ich blöd, ich mag das nicht. Das ist Nerven. Was ist eine Eigenschaft, die dieser Frau nervt? Was bedeutet das in diesem Kontext? Etwas, was sie macht? Etwas, was ihres ist, etwas, ein Ding, das sie braucht oder eine Lösung, die sie hat. Welche Möglichkeit passt am besten? Ja, wenn man nicht weiß, man soll auf jeden Fall die schlechten Optionen entfernen, wegmachen, durchstreichen und dann raten. Ja, das ist immer eine gute Strategie. Wenn man nicht weiß, dann raten. Ja, nicht leer lassen. Bitte, bitte, bitte. Also eine Antwort abgeben, bitte. So, sehen wir jetzt. Yay, gut gemacht. Eine Sache, die du machst. Also eine Eigenschaft kann eine Charakteristik sein, aber das kann auch eine Gewohnheit oder eine Angewohnheit, was etwas macht. So, sie redet über die Eigenschaft, die sich nervt, die sie sich selbst nervt. Und ich glaube, wir werden auch beantworten gleich, was ist das für eine Eigenschaft? Was ist das für eine Sache, die sie macht? So charmante Schildkröte, immer noch auf Platz 1. Gut gemacht. Hier ist die vierte Frage. Welche schlechte Angewohnheit hat die Frau? Ne, habe ich gesagt. Am Anfang von dem Gespräch haben wir viel gehört von Kunibert, ja, von dem Mann. Aber am Ende hat die Frau auch gesagt, dass sie eine schlechte Angewohnheit hat. Was ist diese Angewohnheit? Ist es, dass sie stellt ihren Wecker nie? Sie verschläft fast immer? Sie verliert oft ihre Sachen? Oder sie schaut zu viele Serien? Was manchmal, was immer schwer bei diesen Fragen ist, sind diese Wörter irgendwo in dem Gespräch.
Sie haben über Wecker besprochen. Sie haben über Schlafen gesprochen. Sie haben über Sachen gesprochen. Und sie haben über Serien gesprochen. Sie sind alle in dem Gespräch. So, du musst wirklich finden, ja, wie war das mit der Frau? Was sagt sie? Was ist ihre schlechte Angewohnheit? Ja, ich habe diese Angewohnheiten, kenne ich vielleicht zu gut. Nee, ich stelle mir immer einen Wecker. Aber die anderen drei, man könnte sagen, die sind manchmal schlechte Angewohnheiten von mir. Das war knapp zwischen den letzten zwei. So, 7 Personen haben gemeint, dass sie schaut zu viele Serien. Sie hat gesagt, sie hat eine Serie auf Netflix empfohlen und sagt, kennst du diese Show? Aber was sie, wobei sie Probleme hat, war mit der Organisation, mit der Ordnung, dass sie nicht finden kann, wenn sie etwas braucht, sie kann nicht finden, wo das ist. So, die beste Möglichkeit ist, sie verliert immer ihre Sachen. So, immer noch denselben Spitzenreiter. Jetzt sind wir auf Frage 5. Was wäre die nächste Frage, die die Frau an Kunibert stellen könnte? So oft gibt es diese Art von Frage und bei dieser Frage, man muss wirklich verstehen, was passiert ist in dem Gespräch und man muss dann logisch denken, was könnte zunächst kommen. Weil das ist so ein kleiner Test. Verstehst du, was besprochen wurde? Und verstehst du, einfach logisch, was zunächst kommt? Ja, manchmal in anderen, also vielleicht nicht in dem Gespräch, aber manchmal ist diese Frage bei anderen Textsorten eine Frage um so du oder sie, so formell oder unformell. Hier ist das eher so Inhaltsfrage. Ja, also weißt du wirklich hier, was passiert ist? Welche Netflix-Serien würdest du empfehlen? Könnte ich dir bei einer Schreibtischorganisation helfen? Wie viele Stapel sind ideal beim Aufräumen? Wollten wir eine Folge von Marie Kondo zusammen gucken? So, was meint ihr? Was wäre die nächste Frage, die die Frau an Kunibert stellen könnte? Ich bin neugierig, was habt ihr gesagt? Okay, das war auch ein bisschen schwer. Aber die beste Antwort ist, wollten wir eine Folge zusammen gucken. Warum? Netflix-Serien empfehlen ist nicht wirklich passend, weil sie hat schon eine Netflix-Serie empfohlen. Dann wie viele Stapel sind ideal bei Aufräumen? Das wäre nicht logisch, weil sie, die Frau, hat Kunibert alles erklärt über Marie Kondos System und beim Stapel. Also sie hat das erklärt. Also sie würde nicht fragen, wie viele. Okay, so die beste Möglichkeit hier ist, wollten wir eine Folge von Marie Kondo zusammen gucken, weil sie hat die Serie empfohlen und hat gesagt, du sollst das gucken, das sollst du anschauen. Und er hat gesagt, ja, das mache ich auf meiner To-Do-Liste, das mache ich später. Dann eine mögliche Frage wäre, hey, wollen wir zusammen gucken? Ja, weil du hast gesagt, du wirst das anschauen. Okay, mal sehen, wer unsere Gewinner sind. Gut gemacht. Das war schwer. Das war nicht einfach. Okay, Knowing Falcon war auf Platz 3. Dann unser Dr. Lizard, so Arzt Dr. Eidechse. Und dann unser Nummer 1, charmante Schildkröte. Gut gemacht. Okay. Und kein Stress, wenn du hast gesagt, ach nein, ich habe nicht alle richtig gemacht. Okay, immer ein guter Tipp ist, du willst zumindest 50% der Fragen richtig beantworten. Okay? Und manchmal, vielleicht weißt du bei dem Interview, das ist für dich schwer. Und das ist okay. Ja, du kannst nachholen in anderen Aufgaben. Ja, so kein Stress. Ja, du magst das. Du schaffst das. Okay. So, jetzt gehe ich wieder zu meinem PowerPoint. Dun, 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 dun. Okay.
So, was sollte ich jetzt wissen? Was haben wir jetzt gemacht? Okay, diese Tricks und diese Tipps sehen wir immer. Okay, bevor wir beginnen, wir müssen die Übersicht lesen und die Fragen überfliegen. Dann wissen wir, was wichtig ist in dem Text. Beim Hören ist es super wichtig, dass wir die unbekannten Wörter aus dem Kontext erschließen. Ja, und das sind eigentlich, heute waren sie zwei von unseren fünf Fragen, waren unbekannte Wörter aus dem Kontext erschließen. Schlüsselwörter erkennen. Ja, wir werden nicht alles verstehen. Sorry, werdet ihr nicht. Okay, so, du musst dich darauf konzentrieren, auf die Wörter, die wirklich die Hauptwörter, die Schlüsselwörter, die wichtigsten Wörter und versuchen dann die Unbekannten aus diesem Kontext zu erschließen. Und dann die Fragen beantworten. Alle Fragen beantworten und nicht zu viel Zeit mit einer Frage verbringen, weil du musst weitergehen. Und wenn du nicht weißt, dann raten. Raten von den besten Möglichkeiten. Gut. So, wie versprochen, hier sind die Links und die QR-Codes für unser Google Drive-Ordner. Ja, da kann man alle Dateien finden von den letzten Videos. Jeden Tag updaten wir das, aktualisieren wir das mit den neuesten Materialien. Und hier gibt es auch ein URL und auch ein QR-Code für ein Google Form, ein Antwortformular. So, bitte, bitte schickt uns was. Sagt uns, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet, was braucht ihr in diesen letzten 3 Tagen. Wir haben nur 3 Tagen wieder zusammen. So, wir würden gerne, gerne von euch hören. Okay? Und wenn es noch andere Fragen gibt, das ist ein perfekter Platz dafür. Und auch wollte ich erwähnen, dass, wenn ihr mehr Übung wollt mit diesem Taskmodel, mit dem Interview, man kann das im Unit 4 und Unit 5, also nochmal Einheit 4, Einheit 5, bei den AP Daily Videos im AP Classroom. Das sind noch zwei andere gute Optionen dafür. Ich glaube, sogar war ich dabei bei einer, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich vergesse viel jetzt. Ich werde älter. Ich hatte gestern Geburtstag. Und deswegen älter. Ich habe graue Haare und ich vergesse viel. Aber ich glaube, ich war dabei in einem von den Videos. Wie geht's weiter morgen? Morgen bin ich nicht dabei, aber die wunderschöne Frau Becker ist wieder da und sie leitet euch und ihr macht dann die Geschichte von Zappel Philipp und er arbeitet mit dem Taskmodel Cultural Comparison, ja, Kulturvergleich. Ja, das macht ihr morgen mit Frau Becker. Ich sage euch allen vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Es hat mich mega gefreut. Auf Wiedersehen. Ciao.